Grüß Gott, Herr Professor Hüther. Mal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für unser Symposium, für unser Together-Symposium ein Gespräch zu führen. Das steht ja heuer unter dem Motto Gleichwertigkeit ohne Gleichmacherei. Und von Ihnen ist so eine Arbeitshypothese gekommen, dass wir uns unterhalten über das Thema, wie sehr sind wir Gefangene unserer eigenen Vorstellungen? Jetzt ist mal die Frage an Sie, wie sehr empfinden Sie sich als Gefangene Ihrer Vorstellungen? Ja, erstmal grüß Gott und an Sie und auch an diejenigen, die uns jetzt hier zuschauen. Ich bin froh, dass ich ein bisschen jetzt mich mit Ihnen unterhalten kann. Und das Thema mit den Vorstellungen interessiert mich deshalb so sehr, weil wir als Menschen die Fähigkeit haben, im Gegensatz zu Tieren uns etwas auszudenken und das für wahrhaftig zu halten. Und zwar für so sehr wahrhaftig, dass wir uns sogar über unsere eigene Biologie und die eigenen lebendigen Bedürfnisse mit Hilfe dieser Vorstellung hinwegsetzen können. Das ist ja bemerkenswert. Wir können mit Hilfe unserer Vorstellung uns über alles hinwegsetzen, über die gesamte Biologie, sogar über die Tatsache, dass wir als biologische Wesen so organisiert sind, dass alles, was in unserem Körper oder in unserem Gehirn passiert, eigentlich darauf ausgerichtet ist, unser Leben zu erhalten. Und deshalb haben wir ein Hirn, dass wir uns in der Welt zurechtfinden. Ja. Und zwar so, dass es uns da auch gut geht. So. Und dann müssen wir aber, weil wir keine genetischen Programme haben, die uns lenken, also die Tiere haben genetische Programme und die kriegen dann ein Hirn, was sozusagen automatisch weiß, weil es von diesen genetischen Programmen, also sehr biologisch programmiert worden ist. Wir Menschen haben das nicht. Wir werden nicht automatisch zu Menschen, sondern wir sind soziale Wesen. Wir brauchen die anderen. Und alles, was wir können, müssen wir von anderen lernen. Und das, was uns dann hilft im Leben, wir sind ja sozusagen mit diesem zeitlebenslernfähigen Hirn eigentlich ständig als Suchend unterwegs. Und da muss man ja auch irgendwie eine Idee kriegen, was richtig und was falsch ist und was gut und was schlecht ist. Wir müssen das erst rausfinden. Und das, was da funktioniert, das sind dann die Lösungen, die wir finden. Und wenn die dann sich als geeignet herausstellen, werden die im Hirn verankert. Da könnten wir auch noch lange drüber reden, wie dann so neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet werden und dann die jeweils gefundene Lösung im Hirn in Form von dann entsprechend verstärkten Netzwerken verankert wird. Und so entstehen im Hirn sozusagen aus dünnen Nervenwegen allmählich so Straßen, weil die Lösung so gut funktioniert. Und das ist dann auch oftmals eine Vorstellung, die Vorstellung, dass man im Leben mehr wert ist, wenn man Professor ist, könnte man das. Und dann zieht man los und studiert Biologie und dann noch Neurobiologie und dann wird man auch noch Professor und das wird dann immer stärker da oben. Und ja, ich kenne einige Kollegen, die verwechseln sich dann mit ihrem Titel, den sie da haben. Und es gibt auch bestimmte Länder, ich will jetzt nicht sagen welche, aber es gibt Länder, wo man das dann in der Vorstellungswelt der anderen entsprechend gewürdigt und wertgeschätzt wird, wenn man da so einen Titel davor hat. Sie meinen nicht Österreich oder? Ganz und gar nicht. Aber in Wirklichkeit ist das ja nur ein Titel und es ist doch nicht gesagt, dass deshalb, weil ich jetzt Professor für Neurobiologie bin, ich besser als irgendjemand anders, ein Handwerker oder ein Bauer, weiß, wie das Leben geht. Ja. Das suchen wir alle und da hat sich schon mancher Professor hoffnungslos verirrt, kann ich da nur sagen. Mancher Bauer auch, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Bauern durch ihre Erdgebundenheit sozusagen dann schneller von der Wirklichkeit eingeholt werden als so ein Überflieger, der da mit als Professor für irgendwas seine Weisheiten von sich gibt. Also das ist schon spannend. Noch spannender wird es dann, wenn wir uns mit solchen Themen beschäftigen wie mit Angst. So, und da wird ein bisschen deutlich, hallo, das ist ja spannend. Und dann kann man weitergucken und stellt man fest,
fast alles, was wir so treiben, wird durch Vorstellungen bestimmt. Und so bilden wir im Laufe unseres Lebens eben auch Vorstellungen heraus über das, was wir sind. Das ist unser Ich-Konstrukt. So bin ich. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist nur das Konstrukt, was ich mache, weil ich merke, wenn ich sozusagen mit bestimmten Vorstellungen vorankomme und die dann im Hirn verankert werden, dann identifiziere ich mich mit diesen Vorstellungen. So, und das geht eben in Bezug auf die Geschlechtlichkeit schon sehr früh los, dass es natürlich so ist, dass ein Junge oder ein Mädchen irgendwann mal rein anatomisch merkt, meistens schon relativ früh, dass es das eine oder das andere ist. Ja. Das heißt aber, und jetzt wird es eigentlich verrückt, und da weiß ich auch noch nicht, wie man das lösen soll, das heißt noch lange nicht, dass man diese Geschlechtlichkeit, die man da anatomisch an sich beobachtet, dass man sich auch mit der identifizieren muss. Nee, ich kann auch sagen, ich möchte das nicht, ich möchte kein Junge werden. Ich möchte auch später kein Mann werden, weil aus Gründen, die wir jetzt nicht länger untersuchen müssen, aber man kann sich das vorstellen, dass ein Mädchen sagt, ich möchte kein Mädchen sein und ein Junge sagt, ich möchte kein Junge sein. Und diese Vorstellung kann dann durchgesetzt werden. Dann verhält es sich so, das funktioniert auch und die wird dann so fest, dass das später gar nicht mehr möglich ist, für so einen anatomischen Mann als Mann zu leben. Ja. Aber es ist wieder nur die Vorstellung. Und an der Stelle dann nochmal nachjustieren und uns fragen, okay, müssen wir doch nochmal ein bisschen genauer an der Stelle ansetzen. Das ist Neurobiologie. Ja. Weil wenn wir die Vorstellung dann ändern könnten, wird sich auch im Hirn die Vernetzung ändern. Ja. Wie kann so ein Zurückfinden stattfinden, Ihrer Meinung nach? Oder was ist da hilfreich? Wir entfernen uns immer dann von unserer eigenen Lebendigkeit, wenn es uns in der Welt, in die wir hineinwachsen, nicht gut geht. Okay, ja. Also wenn körperliche Grundbedürfnisse nicht gestillt werden. Und nun gibt es aber nicht nur körperliche Bedürfnisse, sondern es gibt ja auch seelische Bedürfnisse. Mhm. Und da gibt es zwei, die wir, so wie die Fähigkeit, Hunger zu haben, schon mit auf die Welt bringen. Das eine ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit. Erwächst sozusagen aus der vorgeburtlichen Erfahrung von Verbundenheit. Das ist so, als ob sie in den wichtigsten Phasen ihres Lebens immer diese unendliche Verbundenheit gespürt haben. Und dann kommen sie plötzlich auf die Welt und jetzt, wenn man dann fragen würde, liebes Baby, was suchst du jetzt? Dann möchte seine Verbundenheit wieder haben. Deshalb ist das ein Bedürfnis. Später nennt man das dann Sehnsucht. Und das andere ist, dass wir ja alle auch vor der Geburt schon gewachsen sind und das eine oder andere auch vorgeburtlich schon gelernt haben und gemerkt haben, dass wir das alles ganz gut hinkriegen. Dann sind wir ja auch rausgekommen und daraus erwächst dann dieses zweite Bedürfnis, das ist das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und dann nach Autonomie und später heißt das dann Freiheit. So, und das sind doch zwei wunderschöne Bedürfnisse, die wir am liebsten beide gleichzeitig stillen. Und dann, wenn wir die beide gleichzeitig stillen können, geht es uns gut. Ja. Also, wenn wir in einer Gemeinschaft leben, in der wir so, wie wir sind, angenommen werden, nicht erst dann, wenn wir so werden, wie die anderen das alle meinen, geht es uns gut. Und dann passiert das, was immer passiert, wenn es einem gut geht, dann entfalten sich die Potenziale. Ja. Also Potenzialentfaltung oder sagen wir es konkret bei uns, die Entfaltung von angelegten Talenten und Begabungen passiert immer von alleine, wenn man es nicht blockiert. Und blockiert wird es dadurch, dass es einem nicht gut geht. Zum Beispiel, dass man erlebt, man wird eben nicht so bedingungslos geliebt und angenommen, sondern immer nur konditional. Also wenn du das dann habe ich dich lieb. So. Und das andere Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, da muss man ja nur an die Schule denken. Ja. Und wo wir die Kinder so überall hinschicken, wo man ja nur es überhaupt bestehen kann und aushalten kann, wenn man seine eigenen Gestaltungsbedürfnisse und seine eigene Entdeckerfreude so lange unterdrückt, bis man das lernen kann, was der Lehrer einem vorgibt. Mhm. Also da wird das Bedürfnis auch noch unterdrückt und da geht es einem nicht gut. Und dann muss man eine Lösung dafür finden. Im Hirn herrscht dann eine große Inkohärenz, also Durcheinander. Das verbraucht eine Unmenge von Energie und das hält das beste Hirn nicht so lange aus. Und deshalb spürt man dann, dass es jetzt irgendwie
gelöst werden muss. Das spürt auch jedes Kind. Das haben wir beide auch mal gespürt, als uns das angetan worden ist. Das haben wir ja alle so erlebt. Und dann findet man eine Lösung. Und die Lösung ist häufig die Lösung, die die Erwachsenen auch schon gefunden haben. Ja. Das heißt, man wird selbst von anderen zum Objekt gemacht. Das heißt, andere haben die Vorstellung, dass man so und so zu sein hat. Man wird zum Objekt von deren Vorstellungen, deren Belehrungen, deren Bewertungen und dann auch noch Maßnahmen gemacht. Und wenn man das dann so aushalten muss, dann gibt es eigentlich eine ganz einfache Lösung, nämlich indem man das mit den anderen auch so macht. Ja. Das geht ganz subtil los. Das hört man manchmal, wenn so ein kleines Mädchen, wenn die Mama das sagt, mach jetzt das und das. Und dann bückt es sich so und sagt, blöde Mama. So, wunderbar. Würde ich sagen, jetzt ist sie in unserer Welt angekommen. Einer macht den anderen zum Objekt. Und zu dieser Strategie, die anderen Menschen zum Objekt zu machen, gehört es eben auch, sie zu bewerten. Und da kommen wir in diesen Bereich, wo dann auch Wertungen vorgenommen werden. Nee. Also Jungs sind, hieß es früher mal, wichtiger und es ist wichtiger, einen Jungen zu haben als ein Mädchen. Und das ist in manchen Ländern immer noch so. Und ich weiß, dass es in Indien also Eltern gibt, die weibliche Neugeborene immer noch in einem Wassereimer ersäufen. Das ist so, nur wegen der Vorstellung darf dieses Mädchen nicht leben. Ne? So, und wir haben das hier in unserer westlichen Welt ja auch lange genug so gehabt und es ist immer noch nicht weg. So, und deshalb ist das großartig, dass Sie sich mit diesen anderen, die jetzt hier mit zuhören und zuschauen, so sehr dafür einsetzen, dass das aufhört. Ja. Ja, nur bin ich mir nicht ganz sicher, ob Gleichwertigkeit wirklich das Richtige ist, weil das ist ja auch wieder das Ergebnis einer Bewertung. Also wir machen uns die Maßstäbe der Wirtschaft zu eigen, wo es etwas gibt, was höherwertig ist und was anderes, was weniger wertig ist. Da würde es nicht reichen, denke ich manchmal, wenn wir alle dazu beitragen, dass jeder Mensch, egal was für ein Geschlecht er hat, die Gelegenheit bekommt, die in ihm angelegten Talente und Begabungen so wunderbar zu entfalten, wie das nur irgendwie geht. Das wäre doch genug. Und das hieße dann Chancengleichheit. Was verstehen Sie unter Chancengleichheit? Also das ist ja so ein Wort, das schon sehr häufig verwendet wird. Ja, dass jeder Heranwachsende und auch später jeder Erwachsene, egal wo er herkommt und egal was er für ein Geschlecht hat und egal was der für schräge Vorstellungen im Kopf hat, erstmal angenommen wird, man ihm deutlich macht, dass er so, wie er ist, okay ist, dass er dazugehören darf und dass er in dieser Gemeinschaft gleiche Chancen bekommt wie jeder andere, die in ihm angelegten Talente und Begabungen zu entfalten. Okay. So. Und jetzt habe ich aber vorhin schon gesagt, das kann jemand nicht, der nicht so in dieser Weise bedingungslos geliebt worden ist. Der hat ja schon wirre Vorstellungen im Kopf. Der kann ja schon gar nicht mehr seine Talente und Begabungen entfalten. Der ist ja schon ein Opfer seiner eigenen Vorstellungen und diese Vorstellungen hindern ihn selbst daran, oder man kann, mit diesen Vorstellungen hindert er sich selbst daran, alles, was es auf dieser Welt, sich anzuschauen und zu gucken, wo er dann eine Möglichkeit findet, sich was zu suchen, worum man sich kümmern will, sondern wenn man so ein Bedürftiger ist, weil man seine Grundbedürfnisse nicht stillen kann, dann geht es einem so wie diesem, der kurz vorm Verhungern ist. Dann ist man nur noch mit so einem Rohr unterwegs und guckt, wo man jetzt sein Bedürfnis stillen kann. Und dann will man ständig von anderen was haben und dann Anerkennung will man haben und Macht und Einfluss will man haben, vielleicht auch Hab und Gut, so dass man also auf diese Weise immer versucht, von anderen sich was zu beschaffen, aber im Grunde genommen nur, weil man nicht das Gefühl hat, wirklich dazugehören zu dürfen. Also man verschafft sich in der Gemeinschaft einen Platz, nicht dadurch, dass man in der Gemeinschaft erleben darf, wie schön das ist, dort aufgenommen zu sein, sondern indem man sich durchsetzt mit seinen Vorstellungen. Manche sind da sehr erfolgreich mit ihren Vorstellungen und die kommen dann auch noch in die politischen Ämter und sind eigentlich im Grunde genommen Bedürftige. Es muss sich doch keine Macht aneignen,
der sich selbst mächtig genug fühlt. Es muss doch sich keiner als Wichtigtuer aufspielen, wenn er weiß, dass er nur dadurch, dass er da ist, schon genug Bedeutsamkeit hat. Was sind Wege aus diesem Dilemma? Ja, da kommen wir wieder zurück, wenn man dann so weit... wenn man einmal dort ist, in diesen Vorstellungen gefangen. Mit den Vorstellungen hat man sich verwickelt. Genau. Und man hat auch seine lebendigen Bedürfnisse eingewickelt. Ja. Jetzt, dass man sagt, zu denen möchte ich gar nicht mehr dazugehören, ne? Weil man die Vorstellung hat, dass die also alle blöd sind. Und dann gibt es auch Menschen, die sagen, ich will auch gar nichts mehr gestalten und ich will auch gar nichts mehr gestatten, entdecken. Ich genieße lieber das Leben oder wie sie das nennen oder ich gönne mir mal was. Das sind natürlich tolle Konsumenten und die kann man in der gegenwärtigen Wirtschaftswelt gut gebrauchen, aber die sind in sich verwickelt und das sind auch keine glücklichen Menschen. Im Grunde genommen sind sie als Bedürftige, weil ihre Grundbedürfnisse nicht gestillt sind, wie Getriebene unterwegs, ständig auf der Suche nach irgendwas, was sie noch haben müssen und was sie glauben, noch brauchen zu müssen. Ja. Und die kriegt man jetzt nicht mit guten Worten auf die andere Seite. Ja. Also die, und auch die Vorstellung, dass man die jetzt ändern kann, das ist also ein bisschen absurd. Wer sich ändern kann, ist diese andere Person mit ihrer verrückten Vorstellung. Also mit ihrer ganz besonderen Vorstellung. aber verrückt heißt ja nicht, dass ich das bewerte, sondern das ist eben, die ist etwas verrückt von dem, was für die Person gut wäre, etwas abweichend. Ja. Ja. Und da kann sich immer nur die betreffende Person selber ändern. Und das wird die nur machen, wenn das Ergebnis dieser Veränderung in ihrer Vorstellung schöner ist als das, was im Augenblick ist. So. Und das muss attraktiver sein. Es gibt ja viele Menschen, die stehen bis zum Hals im Sumpf. Ihren Eheproblemen und an der Arbeit und überall. Und die sagen ständig, Hals nicht mehr aus, Hamsterrad durch und durch. Und dann ist denen das trotzdem lieber, sie bleiben dort, wo sie sind, weil wenn sie aus dem Sumpf rauskrabbeln und aufs Ufer klettern, könnte es sein, dass da ein kalter Wind weht, es könnte sein, dass hinter dem Ufer ein Abgrund ist. Und das ist alles so gefährlich und macht sie so durcheinander im Kopf, dass sie lieber sagen, na gut, dann bleibe ich in dem Sumpf hängen und mache so weiter wie bisher. Alles Vorstellungen. Was dann einfach dann nur geht, ist, dass sie vielleicht eine Gelegenheit finden, sich aus diesen Verwicklungen zu befreien. Und dafür müssten sie wieder in Kontakt kommen zu ihren wahrhaftigen, lebendigen Bedürfnissen, die dann nicht mehr zugänglich sind. Also sie müssten ihre Entdeckerfreude, ihre Gestaltungslust wiederfinden, ihre Sinnlichkeit, ihre Erotik, ihre Offenheit und ja, all das. Ne? So. Und das geht im Grunde genommen nur über, habe ich lange nachgedacht, also hirntechnisch ist die erste Möglichkeit, wie das geht, dass man mit seinen bescheuerten Vorstellungen gegen die Wand knallt. Das ist aber nicht die optimale Lösung. Oder Krise, und das ist auch das, was wir immer so sagen, in jeder Krise steckt die Chance, dass man in so einer Situation, wo man völlig gescheitert ist mit seinen Vorstellungen, dass man dann plötzlich wieder Kontakt kriegt zu diesen lebendigen Bedürfnissen, dass man da merkt, da gibt es irgendwie was in einem und dann verbindet man sich wieder mit diesem Lebendigen und da gibt es einige Leute, die haben das geschafft. Also die hatten ihren Burnout und anschließend haben sie gesagt, ich gebe mein Unternehmen ab und meine wichtige politische Funktion und alles, was ich da in Ämtern habe, kann weg. Ich werde Bienenzüchter in der Steiermark. So. Ja. Dann haben die ihren Bienenstock besorgt, leben dort in irgendeiner Gartenhütte und sind auf einmal aber glückliche Menschen. Also weil sie leben wieder das, was sie sind und nicht die Vorstellungen, die sie hatten. Und das aber ahnt man schon, das sind wenige. Und das wird ewig dauern, bis da eine Mehrheit der Bevölkerung durch so ein Leid gegangen ist und die Kurve gekriegt hat. Die meisten knallen ja gegen die Wand und machen anschließend so weiter wie bisher, nur noch ein bisschen heftiger. So, die zweite Variante gefällt mir besser. Das ist, dass man etwas erlebt. Ich nenne das immer gerne Sternstunde. Das passiert. Ja. Man trifft einen anderen Menschen, ist so fasziniert davon
oder man liest ein Buch oder man hat einen Film gesehen oder man ist in der Natur und steht da vor so einem Baum und plötzlich geht man auf die Knie vor Demut und Dankbarkeit und kriegt plötzlich wieder Kontakt zu sich. Jetzt sind wir nicht mehr in der Vorstellungswelt, jetzt bin ich wieder bei mir und spüre eigentlich, was mir alles fehlt, was ich alles mit meinen blöden Vorstellungen zugehämmert habe in mir. Und da gibt es auch welche, die machen dann einen Schnitt und sagen, ab sofort mache ich das nicht mehr weiter. Hamsterrad ist vorbei. Die zweite Variante, die ist aber auch selten, ne? Ahnen Sie schon. Und die dritte heißt, man könnte versuchen, ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Das ist eine interessante Möglichkeit. Wenn ich versuche, das kann ich auch unter schwierigen Bedingungen, kann ich trotzdem mich immer noch fragen, also mitten im Hamsterrad oder im Gefängnis, kann ich mich immer noch fragen, ob es nicht irgendwas gibt, was mir gut tut. Jetzt in dieser Situation. Und wenn man das fragt, dann wird man sich automatisch fragen, was denn das eigentlich ist, was einem gut tut. Und das ist natürlich, dass man sich wieder um diese lebendigen Bedürfnisse kümmert, dass man seinen eigenen Körper wieder spürt, dass man Kontakt kriegt zu sich selbst, nicht zu an seinen Vorstellungen klebt, sondern wieder zu sich selbst zurückfindet, so könnte man das vielleicht nennen. Und dann hat man plötzlich eine eigenartige Situation geschaffen. Dann hat man das Gefühl, man ist wieder verbunden. Zumindest erstmal wieder endlich mit sich selbst. Und zweitens, man hat das ja selbst entschieden, dass man sich jetzt ein bisschen liebevoller zu sich selbst verhalten will. Also ich esse nicht mehr alles, was da mir so auf den Tisch kommt und gehe am Bäckerladen auch mal vorbei und sage, das brauche ich jetzt nicht und schaltet abends mal diese Geräte aus und sagt, ich mache mir jetzt mal einen schönen Abend. Da hat man ja ganz viele kleine Möglichkeiten und dadurch wird man wieder Gestalter seines eigenen Lebens. Und damit ist das zweite Grundbedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und Autonomie auch noch gestillt. Und deshalb ist jeder, der anfängt, ein bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein, auch jemand, der sich von seinen Vorstellungen, an denen er sich bisher festgehalten hat, lösen kann. Und wieder bei sich selber ankommt und damit in die Kraft kommt, weil das Festhalten an Vorstellungen, das Kämpfen um irgendetwas ist immer kräftezehrend bis zum Umfallen. Jetzt ist diese Person aber in der Kraft, keine Bedürftige mehr. Und dann ist sie auch nicht mehr eine, die von anderen was haben will. Also Anerkennung oder Wertschätzung oder Aufmerksamkeit oder Geld oder was weiß ich was. Sondern das ist jetzt auf einmal eine Person geworden, die kann was verschenken. Das macht ja auch Spaß. Die braucht nichts mehr zu haben, die kann was verschenken. Und dann hat man es auch nicht mehr nötig, sich an Vorstellungen festzuhalten. Und dann kann man einem anderen Menschen begegnen, wie auch immer der sein mag, und muss ihn nicht bewerten. Da brauche ich auch keine Mühe zu geben, also um Gleichwertigkeit. Man ist auf einer Ebene, wo es für einen selbst gar nichts anderes mehr gibt als Gleichwertigkeit. Das würde man aber gar nicht mehr sagen, sondern es ist einem dann jeder andere Mensch mit seiner Art, wie er so ist und wie er auf einen zukommt, auf irgendeine Weise ein interessanter Mensch. Man muss ja nicht immer alles an dem anderen mögen. Aber wenn ich jetzt nicht mehr so mit so fixen Vorstellungen herumlaufe, wer blöd ist und wer zu mir passt und wer nicht zu mir passt, wenn ich diese Vorstellung endlich ablegen kann, weil ich nicht mehr so bedürftig bin und mich an solchen Vorstellungen festhalten muss, dann kann ich einfach die Augen aufmachen und dann wird man in jedem anderen Menschen irgendetwas finden, was man mag. Das ist so, so spannend. In dem größten Heini findet man etwas. Und dann kann man, da muss man ja sich nicht mit diesen Vorstellungen befassen, mit der sich diese Person identifiziert hat und deshalb sie auch so schräg ist. Sondern kann ich gucken, dass ich dieser Person wirklich als Person begegne, so wie sie ist. Genauso wie ich Suchende, Irrende, nicht immer genau Wissende, ob das richtig ist und immer in Gefahr, dass man sich dabei verläuft und unter diesem Mann oder dieser Frau, die sich da in irgendeiner Vorstellung verlaufen hat, steckt aber immer noch ein lebendiges Wesen, das Mensch ist, genauso wie ich, und das kann ich dann finden. Und dann macht das auf einmal wieder Spaß. Da braucht man keine Angst mehr, den anderen zu haben. Also so könnte es gehen. So könnte es gehen, ja. Das ist noch ein längerer Weg, ja. Ja, liebevolle Frauen und liebevolle Männer. Ja, ja. Das, ja.
Wenn wir das sein könnten, wäre das eigentlich die Lösung. Wenn jemand gelernt hat, sich selbst zu mögen, ist er automatisch liebevoll zu anderen. Das ist sozusagen ein Nebeneffekt. Ja. Deshalb könnte das die Lösung für eine ganze Menge Probleme sein mit Menschen. Also Menschen, die sich selbst mögen und die liebevoll mit sich selbst umgehen, die schüren auch keine Konflikte mit anderen. Ja. Die müssen auch nicht immer zu Recht haben. Und die müssen auch nicht für die Durchsetzung ihrer Vorstellungen kämpfen. Danke, danke. Das war sehr interessanter Input. Eine Wir sehr haben ein bisschen im Bogen gemacht. Schöne Lösung, ja. Problematik Mann und Frau. Und, aber ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, wo jeder, der uns hier zugeschaut hat und zugehört hat, sich dann selber fragen kann, ja. ob er der Mann oder die Frau ist, die in seinem tiefsten Inneren, ne, er oder sie auch sein möchte. Sein möchte, ja. Ja, das ist ein schöner Satz, ja. Wie weit das, was er sich unter dem vorstellt, was er im Augenblick ist, eben doch nur, das nur eine Vorstellung ist. Ja. Und dass da unten drunter was anderes liegt, was durch diese Vorstellung so umwickelt ist, dass er da gar nicht mehr so leicht rankommt. Ja, so etwa könnte es das genau. Einfachste, was man machen kann, um einem anderen Menschen zu helfen, dass der aus seiner Vorstellungswelt herausfindet, ist, dass man ihn anlächelt. Ja. So ein ermutigendes, annehmendes Lächeln, wo der andere plötzlich spürt, der hat mich jetzt gesehen. Ja. Der ja. bewertet mich nicht, sondern der hat mich gesehen, der lächelt mich an und zeigt mir damit, dass er bereit ist, mich so anzunehmen, wie ich bin. Ja. Wir haben noch kein Wort miteinander gesprochen, der kennt noch gar nicht meine ganzen verwickelten Vorstellungen, ja. aber er gibt mir erstmal zu verstehen, dass er mich als Menschen, so wie ich bin, annimmt. So, das steckt in einem Lächeln drin, das muss man sich mal vorstellen. Ein geniales Instrument. Ja, wir sind von der Natur mit allem ausgestattet, was wir bräuchten. Wir sind nur zu dumm, es zu nutzen. Wir sind zu dumm, es zu nutzen. Das muss man an der Stelle noch dazu sagen, weil wir als Kinder in eine Welt hineinwachsen, wo die anderen, die schon vor uns da sind, es auch nicht geschafft haben, es etwas schlauer zu machen. Und da ist die Gefahr immer groß, dass man deren Vorstellungen übernimmt. Ja. Und deshalb ist das eine Kulturleistung, diese Dummheit. Sozusagen von Natur sind wir eigentlich kluge und einfühlsame und liebevolle Menschen. Aber die Vorstellungen, die wir über die Jahrtausende uns angeeignet haben und immer wieder an unsere Kinder weitergegeben haben, das waren eben diese Vorstellungen, die dadurch entstanden sind, dass es immer zu viele gab, die Bedürftige waren und die sich Macht aneignen mussten. Und dann wurden da üble Erfahrungen gemacht und aus den üblen Erfahrungen, nehmen wir sowas wie Hexenverbrennung und alles. Das sind dann natürlich Vorstellungen erwachsen. Und die hatten durchaus auch ihre Berechtigung, aber die haben uns nicht zu unserem eigentlichen Menschsein zurückgeführt, sondern die haben uns dann zum Teil auch immer weiter weggeführt von unserem eigentlichen Menschsein. Und vielleicht gab es noch nie eine Zeit, in der Menschen mit ihren Vorstellungen so weit weg waren von ihrer eigenen Lebendigkeit wie unsere gegenwärtige. Ja. Das ist aber jetzt ein schöner Schluss. Ja. Ja, dann danke ich Ihnen. Auch noch einmal, auch für Ihr Lächeln. Ja, gerne. Ja. Ihnen und allen, die uns hier jetzt zugeschaut und zugehört haben, wünsche ich alles Gute. Und vielleicht kriegen wir es gemeinsam hin. Wir werden es hinkriegen. Und das ist die Margit, die hat das Interview eingefahren. Und vielleicht magst du noch kurz einen Eindruck loswerden. Du bist dann später auch noch bei, glaube ich, bei der Podiumsdiskussion dabei. Das ist jetzt dein Bühnenauftritt. Ja. Also ich kann nur sagen, also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es hinkriegen. Und es war wirklich eine Ehre und eine Freude, mit Herrn Dr. Gerald Hüther dieses Interview zu führen. Und ich hoffe, ihr seid alle so berührt von diesem Interview, wie es ich war und jetzt, wo ich es wieder gesehen habe, auch bin. Together.